Ein tierisches Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Produktreview bzw. zu einer freundlichen Zurverfügungstellung von Ben's Jungle. Denn die haben uns hier ein wunderbares Paket zugesandt. Und was da drin ist, das erklären wir euch heute. Und zwar ist Ben's Jungle ein Online-Shop, der unter anderem Frösche, also Dendrobaten, verkauft, aber auch Futtertiere. Und darüber wird sich heute auch das Video drehen. Ja, wir haben jetzt hier eine große Produktpalette an Produkten, die halt Ben's Jungle bzw. das Shop anbietet. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Julian, du darfst was raussuchen. So, ich nehme mir hier erstmal, okay, Baumstamm. Ich denke mal, das ist ein Baumstamm oder eine Wurzel. Einfach für die Deko im Terrarium. So. Leg ich einfach jetzt mal hier hin. Perfekt. So, wir haben jetzt hier Xaximstreu. Und dieses ist dafür da, dass man die Berge beflocken und dekorieren kann. Also man kann es einfach auf die Berge bzw. den Hintergrund oder den Wasserlauf draufstreuen. Und dann können sich halt die Frösche oder die Reptilien oder was man auch immer da im Terrarium hält, besser festhalten. So, dann hol ich hier mal ein etwas größeres Produkt raus. Erstmal abschütteln. So, okay, wir haben hier einmal Terrariumerde. Wie viel sind das hier? 5 Liter sind das? Boah. 5 Liter Terrariumerde. Kann man auf jeden Fall eine Menge mit anfangen. Genau, und was wir damit anfangen, das zeigen wir euch dann in einem nächsten Video, was dann nächsten Sonntag, glaube ich, kommen wird. Denn da richten wir mal ein Terrarium mit den ganzen Produkten, aber auch mit Produkten von Exoterra ein. Mal gucken, wie es dann aussieht. Als nächstes haben wir hier Xaximplatten, die kann man sich perfekt zurechtschneiden, um damit irgendwelche Aufbauten oder die Rückwand zu gestalten. Ja, die sind vielseitig einsetzbar. Ein praktisches Produkt. Genau. Dann haben wir hier einen Xaximtopf. Der ist gut geeignet, um dort einfach Pflanzen reinzusetzen oder rein zu pflanzen. Das agiert so ein bisschen als natürlicher Pflanzen- oder Blumentopf. Ja, jetzt haben wir hier noch ein kleineres Paket und da drin befindet sich auch etwas Lebendiges. Ich mache das große Paket hier weg. So, jetzt haben wir hier noch die kleine Kiste, die in der großen Kiste drin war. Und ich würde sagen, du hast mal ein Produkt raus. So, wir haben hier einmal Kakaoblätter. Ja, so. Die legt man einfach auf den Boden und dann können sich die Tiere da so ein bisschen verstecken. Genau, als nächstes haben wir noch ein größeres Paket mit Blättern und das sind Mangoblätter, also vom Mangostrauch oder vom Mangobaum. Kommt auch aus Südamerika und genau, da können sich auch die Tiere drunter verstecken, beziehungsweise es schafft ein kleines Klima oder den Terrarium. Dann haben wir hier einmal Vitamin A bzw. Vitaminpulver. Damit kann man dann die Futtertiere bestäuben. Richtig? Genau, bestäuben. So als Nahrungsergänzung sozusagen. Ja, jetzt haben wir noch Columbula. Das ist ein Futter für Springschwänze. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was sind denn Springschwänze, guckt gerne bei Little Jungle vorbei, denn da haben wir die auch in das Terrarium reingesetzt. Link ist hier oben oder dann, wenn das Video rauskommt. Falls ihr nicht den Kanal abonniert habt, könnt ihr das gerne jetzt tun, dann werdet ihr nämlich informiert, wenn das nächste Video kommt. Schön. So, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Produkt und wahrscheinlich das Spannendste. Und zwar sind das Futterinsekten. Und zwar sind das hier Heuschrecken in der Größe Mittel. Und diese Futterinsekten kommen ja alle 2 Wochen. 2 Kisten. Warum wir das euch empfehlen, ist ganz einfach. Wir finden einfach so ein Futtertier-Abo cool. Wir haben das jetzt auch schon lange getestet. Und, der Vorteil ist halt daran, dass die Futtertiere, wenn die zu euch kommen, zu 90% alle leben. Das heißt, ihr habt keine Verluste bei den Tieren. Außerdem könnt ihr den Intervall bestimmen, wie oft denn die Futtertiere zu euch kommen. Also zum Beispiel alle 2 Wochen, jede Woche oder einmal im Monat. Was außerdem ganz cool ist, ist, wenn ihr diese Futtertiere bestellt, dass sie halt günstiger sind als im Laden. Und das rechnet sich dann halt bei den ganzen Bestellungen zusammen. Ja, also können wir euch wirklich empfehlen. Wir haben euch den Link mal unten in die Videobeschreibung gepackt. Und jetzt kommt noch was in eigener Sache, und zwar Julian. Genau, denn wir haben in den ganzen Videos über den Dezember in jedem Video ein Buchstaben versteckt und diese ganzen Buchstaben werden am Ende zu einem Lösungswort zusammengereiht. Und wenn ihr die Videos aufmerksam schaut, dann hört ihr auch die Buchstaben heraus. Der Gewinnbuchstabe für heute ist das E. Ja, das war's jetzt von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Außerdem könnt ihr jetzt hier abonnieren. Hier kommt ihr zum letzten Video und da drüben beim Jürgen kommt jetzt in den Filming Dudes. Die haben uns bei diesem Video tatkräftig unterstützt. Das war's mit dem Video. Bis dahin, einen schönen Tag euch noch und ciao. Ciao.